Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal um verschiedene Dinge oder verschiedene Themen gehen, die ich für euch vorbereitet habe. Und eines davon betrifft diesen Gletscher oder dieses Eisfeld hier in Polarpeak. Ja, darüber möchte ich mit euch reden. Dann noch einige Sachen, wie zum Beispiel 2000 V-Bucks, wie man die bekommen kann und so weiter. Das klären wir alles in diesem Video. Ich möchte gar nicht weiter eure Zeit so lange verschwenden. Ich würde einfach mal sagen, bleibt einfach bis zum Ende dran. Lasst gerne noch ein Abo, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, wo ihr nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Checkt mich auf Instagram aus, tacticsgaming-yt, da könnt ihr mir auch gerne Nachrichten schicken, denn ich antworte wirklich jedem zurück und ich habe wirklich keine offenen Fragen mehr. Da kommen viele am Tag, aber ich versuche so gut wie möglich alle zu beantworten. Dann würde ich auch mal sagen, kommen wir mal direkt zum Thema des heutigen Videos. Viel Spaß! Ja, wie ihr auch schon wahrscheinlich aus dem Titel lesen konntet, ist die Rauchgranate zurück in Fortnite, aber nicht einfach so in Fortnite. Epic Games hat sich da etwas sehr, sehr Schönes überlegt und die haben das Ganze einfach in einem neuen Spielmodus gebracht. Der neue Spielmodus, den habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen, ein sehr, sehr cooler Spielmodus, Sneaky Silencer oder so hieß der, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich spiele das ab und zu auf Englisch, also wenn ich auf der PlayStation von meinem Bruder spiele, ist das Ganze Englisch und auf Deutsch, der Name fällt mir gerade nicht ein auf Deutsch, aber ihr werdet es sehen, wenn ihr in den Online-Modus reingeht und auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr cooler Modus, gefällt mir sehr, sehr gut, schallgedämpfte Pistolen und so weiter, ich finde den Modus richtig nice, checkt den auf jeden Fall aus, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ist einer meiner Lieblingsspielmodis, muss ich sagen. Also ich finde den übelst nice und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Ansonsten, das war nur eine ganz, ganz kurze Info. Ich habe noch einige weitere Themen für euch vorbereitet und zwar 2000 V-Bucks in Fortnite bekommen. Ja, viele von euch haben das wahrscheinlich schon mitbekommen, dass man, wenn man das Xbox One S Bundle gekauft hat, angeblich Rette die Welt kostenlos dazu bekommen sollte. Ich habe dazu noch kein Video gemacht, weil diese Info für mich noch nicht safe war und Rette die Welt kennt eigentlich fast jeder. Da lockt man sich einfach nur ein, damit man die V-Bucks bekommt, aber spielen tut das jetzt nicht wirklich noch jemand, denke ich. Ich habe es mal eine Zeit lang gespielt, dann auch direkt wieder aufgehört, weil es mich einfach gar nicht gecatcht hat. Deswegen, keine Ahnung, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr noch Rette die Welt spielt. Interessiert mich auf jeden Fall. Aber wenn ihr euch da angeloggt oder wenn ihr das EOS Bundle gekauft habt mit der Xbox One S, sollte man angeblich Rette die Welt kostenlos bekommen. Das Ganze stimmte nämlich nicht und das war gut, dass ich dazu kein Video gemacht habe. Das Bundle kriegt man nämlich mit der Xbox One S zwar kostenlos, aber man kriegt kein Rette die Welt. Also Rette die Welt muss man sich weiterhin kaufen. Ist natürlich schön für die Leute, die keine Xbox kaufen oder gekauft haben. Die haben sich eh nicht gefreut. Aber es tut mir wirklich leid. Stattdessen kriegt ihr 2000 V-Bucks von Epic Games. Ist zwar jetzt auch nicht die Welt, aber eine sehr, sehr coole, ist eine coole Alternative, würde ich sagen. Und dann kommen wir noch mal zum dritten Thema. Das Video fällt relativ kurz aus, muss ich sagen. Und das ist auch bewusst so gewählt, denn viele beschweren sich immer darüber, wenn ich mal ein Video wenn es länger als 10 Minuten geht, beschweren sich immer direkt in den Kommentaren, ja, erstreckt doch die Videos bewusst. Leute, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. So selten sind Videos länger als 10 Minuten, deswegen das Argument von wegen, erstreckt jedes Video auf 10 Minuten, das zählt bei mir nicht. Nichtsdestotrotz ist es mir eigentlich völlig egal, ich lasse mich von dem Negativen nicht so runtermachen, ich mache mein Ding weiter und viele von euch feiern das Ganze auch und deswegen mache ich das Ganze hier auch. Aber eine weitere News hier im Polarpeak ist nämlich etwas passiert, was ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte. Wenn ihr mal das Ganze hier ein bisschen beobachtet, werdet ihr merken, dass hier der Schnee langsam schmilzt. Ja, ich bin ja einfach gefangen und ihr seht es hier, dieser Eisblock geht immer weiter zurück. Dieser Eisfelsen schmilzt immer weiter und deswegen sind jetzt diese zwei neuen Kisten zum Vorschein gekommen, denn die Kisten waren hier vorher nicht oder man konnte sie vorher noch nicht nehmen. Jetzt sind sie endlich frei und sie werden immer weiter freigemacht, denn dieser Schnee schmilzt langsam. Ich denke mal, das ist die Überleitung zu der neuen Season, denn die neue Season wird nichts mehr mit Eis zu tun haben, da ja sozusagen Weihnachten vorbei ist, der Winter ist vorbei und Epic Games muss ja ein neues Thema finden. Und ich meine, wir sind gerade mal genau in der Mitte der Season und Epic Games überlegt jetzt schon, was sie in der nächsten Season machen werden. Übelst krass auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es auch heftig, dass hier dieser Eisblock langsam schmilzt. Ich meine, das ist ja keine Kleinigkeit, es ist ein riesen Eisblock. Und ich zeige euch das Ganze nochmal von außen. Ich hoffe, ich komme ja nochmal schnell raus, denn so scheint es gerade nicht zu sein. Ich baue mich einfach mal raus. Und Leute, ihr könnt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr? Wird die neue Season irgendwas mit Eis zu tun haben? Ich bin mir eigentlich zu 1 Million % sicher. Ich meine, warum soll das Epic Games sonst machen? Die wollen einfach ein neues Thema eröffnen und dass man wieder spekuliert. Und durch uns YouTuber kommen diese Themen ja auch immer zustande. Und deswegen, Epic Games, ihr macht euren Job richtig, richtig gut. Ich feiere es auf jeden Fall. Und ich wollte euch diesen Eisblock noch einmal zeigen, denn
Dieser Polarpeak-Berg hier schmilzt nach und nach. Ich denke nicht, dass er komplett verschwinden wird, aber er wird auf jeden Fall etwas schmelzen und kleiner werden und nicht mehr mit Schnee bedeckt sein. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare. Hier ist das ganze gute Stück. Ich könnte das alles jetzt natürlich hier wegsprengen, aber das wird einfach zu lange dauern. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Schreibt mir gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten natürlich eine positive Wertung da lassen. Abonnieren natürlich nicht vergessen, falls ihr und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal Epic Games, ja, wollte ich gerade sagen, falls mal die YouTube-App spannend sollte, denn das macht sie in letzter Zeit und die Abo-Box spinnt auch ab und zu, deswegen einfach mal supporten. Ja, schreibt mir gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten nochmal mein Creator-Tag METE-8, wenn ihr mich kostenlos unterstützen möchtet im Gegenstandshop von Fortnite. Dann würde ich dann mal sagen, war es von diesem Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.